Hallo und herzlich willkommen an Bord der Beach Baron 58. Wir befinden uns auf dem Flugplatz von Bolzano oder auch Bozen in der Provinz Südtirol. Ja, warum gerade hier in den Dolomiten? Ich hatte auf der Aero, das ist der internationale Salon für die allgemeine Luftfahrt in Friedrichshafen, im April 2015 mehrere Flüge auf professionellen Flugsimulatoren durchgeführt. Und jetzt, wo ich wieder zu Hause bin, möchte ich einfach diese Flüge nochmal nachvollziehen. Den ersten Flug, von dem ich kürzlich ein ziemlich originalgetreues Remake gemacht und auch auf YouTube heraufgeladen habe, den hatte ich auf einem Hubschrauber, dem Sikorsky Sea King SH-3, gemacht, und zwar ebenfalls hier von Bozen aus. Der Hersteller und Vertreiber der professionellen Flugsimulatoren war eine in Italien ansässige Firma, und daher lag es nahe, Flüge von italienischen Flughäfen aus starten zu lassen. Bei unserem heutigen WFR-Flug, oder besser gesagt der Platzrunde, die wir drehen, habe ich allerdings einige Einstellungen modifiziert und auch den Flugplan geändert. Was die Wetterbedingungen angeht, ist es heute gewittrig, ist also mal etwas anderes als ein Schönwetterflug. Wie bei meinem Erstsimulationsflug starten wir von der Bahn 19, Steuerkurs 188, also in südliche Richtung. Auf dem Simulationsflug in Friedrichshafen bin ich dann bei ca. 2000 Fuß in östliche Richtung abgebogen, musste aufgrund der Berge aber noch weiter hochsteigen, um dann die Platzrunde in nördlicher Richtung im Gegenanflug bei ca. 4500 Fuß weiter zu fliegen. Während des Quer- und Endanfluges war ich daher gezwungen, einen sehr starken Sinkflug einzuleiten, konnte aber die Landung erfolgreich durchführen. Für den heutigen Flug habe ich mir allerdings die Flughafendokumente und Karten von Lima India Papa Bravo, dem Flughafen von Bozen, heruntergeladen. Außerdem habe ich eine realistische Szenerie vom Flughafen Bozen installiert. Im Textfeld unter dem Video habe ich die Links zu den benutzten Flughafeninformationen hinzugefügt. In Platzrunden werden ja normalerweise Linkskurven geflogen, was ich auf der Aero ja auch mangels Informationen gemacht hatte. Das ist allerdings in Bozen beim Abflug von Startbahn 19 anders, da die östlich nahegelegenen Berge höher sind. Für Sichtflüge ab Bozen muss die Wolkengrenze über 2700 Fuß liegen. Das Landen auf Bahn 19 ist nachts verboten, aufgrund des Überfliegens von Wohngebieten. Diese Einschränkungen treffen für den heutigen Flug nicht zu. Der Flughafen liegt auf 789 Fuß Höhe. Den Dokumenten zufolge müssen wir unseren Steuerkurs bis zu 2000 Fuß QNH beibehalten und dann unsere Platzrunde rechtskurvig, also in westlicher Richtung, fliegen. Im Querabflug und Gegenanflug, Kurs 008, steigen wir dann weiter bis auf 2700 Fuß, also weit höher als die bei Platzrunden üblichen 1000 Fuß über der Flughafenhöhe. Aufgrund des steilen Steigfluges lasse ich daher die Landeklappen während eines Großteils unserer Platzrunde auf 15 Grad ausgefahren. Wir müssen vor dem Einleiten des Queranfluges aber schon wieder auf 2000 Fuß Höhe sinken und zu Beginn des Endanfluges 1230 Fuß erreichen.
Unsere Anflughöhe kontrolliere ich dann mit Hilfe des PAPI, dem Precision Approach Path Indicator. Die Höhe stimmt, wenn wir auf der Einrichtung neben der Landebahn zwei weiße und zwei rote Lichter sehen. Wir landen dann wieder auf Bahn 19 mit auf 30 Grad ausgefahrenen Landeklappen. Danach drehen wir am Ende der Landebahn um und rollen gemütlich zum Gate, um dann nochmal die Flughafenszenerie zu genießen. Ich blende am Ende des Videos die Karte der geflogenen Platzrunde ein. Der Simulationsflug mit meiner eigenen Hardware-Ausstattung ist natürlich nicht vergleichbar mit den professionellen Flight-Simulatoren, aber ich installiere so nach und nach das eine oder andere Zubehör, wie zum Beispiel ein Multi-Panel, ausgestattet mit Landeklappenschalter, Trimrad-Einstellung und Autopiloteneinstellung mittels Drehknöpfen. In der Regel lade ich mir auch die jeweiligen Karten und Flughafeninformationen herunter, um so realistisch wie möglich zu fliegen. Ich starte und beende meine Flüge fast immer im Cold and Dark Cockpit, aber für die Videoaufnahme nimmt das zu viel Zeit in Anspruch und ist ja auch nicht für alle interessant. Bei Gelegenheit drehe ich mal ein Video über die Vorstart- und Startkontrollen und Prozeduren, vielleicht für das französische Clubflugzeug Socata Rally, mit dem ich auch ab und zu im Real Life fliege. Da ich den heutigen Simulationsflug im Replay aufgezeichnet habe, fehlt hier leider die Kommunikation mit der Air Traffic Kontrolle. Ich wünsche euch noch viel Spaß und sage Ciao, bis zum nächsten Flug.